Und, genau. Ja. Dann erstmal hallo und wir haben jetzt Tego hier mit am Start mit Spider-Man. Beziehungsweise Spider-Man 2002, um ganz genau zu sein. Die GameCube-Variante. Ich glaube, das gab es ja auch auf anderen Plattformen, oder? Ja, das gab es. Also ich spiele das jetzt auf der GameCube. Das ist jetzt in der Kategorie GameCube und PS2 untergetitelt. Mhm. Es gibt einmal PC-Version, die ist die schnellste. Und einmal die Xbox, das ist die Extended-Version sozusagen. Die hat nochmal zwei weitere Levels dazu. Ah, okay. Ich werde euch jetzt schon mal alleine lassen. Ne? Okay. Viel Spaß dir bei mir, Tommy, und Tego, viel Glück. Und dir auch viel Spaß. Ja. Viel Erfolg. Ja, danke. Ja, braucht man als Runner nicht. Ciao. Ja. Ciao. Ja, alles klar. Ja, AnyProcent, kurz erklärt, das heißt, ich spiele auf leicht. Nur mit dem Unterschied, dass ich etwas andere Wege gehen werde als bei 100%, weil da werde ich, bei AnyProcent werde ich sozusagen nur die wichtigsten Dinge einsammeln. Das heißt also zum einen die wichtigsten Kombos, nur die jetzt für AnyProcent am besten geeignet sind und die einige Runner das bis jetzt auch gemacht haben und ich habe das jetzt bis jetzt auch so gemacht und ja, und so werde ich das jetzt euch zeigen. Okay. Alles. Irgendwas, also das was. Ach nee, du siehst den Chat ja nicht. Ich sehe den Chat jetzt nicht. Ja, Tegas Diazid. Steht das echt? Ja, das steht tatsächlich so im Layout. Da muss Zorge nochmal kurz nacharbeiten. Okay, da müssen wir noch kurz warten, ey. Ja. Nee, also für einen Run ist es jetzt unerheblich, aber sieht halt ein bisschen komisch aus, weil sich da irgendwie zwei Sachen überlappen. Im Layout, also dein Name wird da ganz komisch angezeigt. Okay, da muss das noch eben korrigiert werden. Genau, aber das macht. Oder hast du das selber im Layout auch drin? Dein Name? Nee, ich hab. Okay, gut. Nö. Ja, hätte sein können, dass du das auch drin hattest und wir das jetzt noch drin haben und dass sich das dann überlappt. Nö. Wie gesagt, muss Zorge dann mal ausbessern. Mhm. Aber für einen Run macht es jetzt keinen Unterschied, also du kannst jederzeit losgehen. Soll ich dann noch ganz kurz warten oder soll ich dann so langsam schon anfangen? Du kannst im Grunde auch schon anfangen, wenn du möchtest. Das ist dir überlassen. Gut, dann sag mir ruhig Bescheid, wenn mein Name da geändert wurde. Hm? Okay. Alles klar. Ja, wie gesagt, das Estimate wird bei maximal 40 Minuten liegen. Meine PB ist 31 Minuten 45, wo aktuell der erste Platz liegt bei mir. Also bei allen Kategorien bei GameCube und PS2 halte ich aktuell den ersten Platz. Und ja, also diese Zeit, die ist schon überragend. Also da wird fast nichts mehr möglich sein, wirklich an Zeit rausholen. Also ich würde sagen, höchstens ein paar einige Sekunden dann nur noch. Okay. Das klingt doch interessant. Ja, aber überraschenderweise habe ich inzwischen herausgefunden auch, dass mit Green Goblin, man kann auch mit Green Goblin spielen, dass er jetzt definitiv mit dem Gleiter definitiv schneller ist als Spider-Man. Und da habe ich das tatsächlich auch unter 30 Minuten geschafft. Nicht schlecht. Stimmt, das hatte ich im Discord auch gesehen. Da hattest du die Zeiten ja auch mal gepostet. Ja, unter speedrun.com kann man das auch finden. Ah ja, gut, klar. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, da ich es von der Elgato aus spiele, wird es, nur ganz kurz für die Zuschauer, wird es ein bisschen asynchron laufen. Das heißt, ich werde den Timer erst dann starten, wenn ich das bei meinem OBS sehe. Also nur nicht wundern, wenn ich bei manchen Stellen vielleicht ein bisschen früher was sage oder agiere als jetzt das, was ihr jetzt in dem Moment seht. Also nicht wundern. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Okay, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Ich werde einfach nur mein Bestes geben, nicht wundern. Gut, die ersten drei Levels sind die, Onkel Ben ist gestorben und Peter macht sich auf die Suche nach seinem Mörder. Basiert das auf den Spider-Man-Film? Ich werde den Mörder finden und wenn ich jeden Skull einzeln auseinandernehme. Doch, genau, das ist genau mit Tobey Maguire, genau. Okay. Ja, wie gesagt, hier werde ich ein bisschen andere Wege gehen als bei 100%, weil bei 100% muss man auf schwer spielen und dann hinterher noch alle Combo-Moves einzusammeln. Egal, irgendeiner von diesen Pennern wird mir schon antworten. Wie viel zeitlichen Unterschied macht das in etwa? 100% und 100%?
Wenn man sich das bei speedrun.com anschaut, habe ich bis jetzt so rund 14 Minuten. Also, also trotzdem noch unter einer Stunde. Ja, alle Kategorien habe ich Kategorien habe ich unter einer Stunde. Ja, okay. Ja, jetzt steht da, dass er sich auf dem Weg ins Lagerhaus machen muss, weil er jetzt den Tipp erhalten hat, wo er sich aufhalten wird. Mhm. Ja, und an dem Punkt endet auch schon das erste Level. Am Ende des Levels steht dann immer so eine Bewertung, was man an dem Level abgeschlossen hat, aber das ist für AnyProcent irrelevant, weil da man keine Punkte sammeln muss. Das muss man nämlich nur bei 100%, weil man mindestens bei 50.000 hat man dann am Ende alle Extras freigeschaltet und man muss auch auf schwer gespielt haben, mindestens. Oh, okay. Ja, jetzt begibt er sich im Lagerhaus und indem er jetzt auf einige seiner Leute treffen wird und am schnellsten kommt man voran, wenn man die Netzleine verwendet. Ein riesen Nachteil ist aber, dass er aber ein Wände finden muss. Und das war jetzt hier ein Glitch, indem ich ein paar Mal auf A gedrückt habe und habe ich ihn sozusagen nach hinten geschleudert. Und ich habe ihn sozusagen durch die Mauer geklippt. Im Schaltpult fehlt eine Sicherung. Und die Netzfäuste sind auch sind für den One auch ganz wichtig, weil die machen dadurch mehr Schaden. Jetzt habe ich dich. Sprich, die Kämpfe gehen schneller, man spart Zeit. Genau. Erledigt den Kern quasi. Genau. Das war Scooby. Ja, die Kerle haben auf Deutsch manche fiese Sprüche drauf. Ah, dass er jetzt die Waffe auf mich gerichtet hat, das war richtig blöd. Wird Energie für dich in dem Run ein Problem werden an bestimmten Stellen? Oder bist du da immer relativ safe, was das angeht? Da ich jetzt das Spiel mittlerweile in- und auswendig kenne, ich habe das relativ spät für mich entdeckt, aber ich kenne das jetzt mittlerweile auswendig. Zumindest bei schwer ist es relativ, gibt es da einige Punkte, die wirklich sehr schwer sind. Weil die Gegner auch Moment. Ja, klar. So, okay. Weil die Gegner sich bei schwer du kannst dich schneller bewegen, als wenn man jetzt auf leicht spielt. Mhm. Was soll der Aufzug? Also es ist nicht nur, die halten mehr aus oder man selber nimmt mehr Schaden, sondern es ändert tatsächlich ein bisschen was an der Spielmechanik. Genau, richtig. Okay. Verschlossen. Ja, normalerweise hat einer von denen hier einen Schlüssel, aber da habe ich jetzt aber den Glitch verwendet. Das heißt, da brauche ich extra nicht den Schlüssel für, um durch diese Tür zu kommen. Mhm. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo sich der erste Boss kennt, der mutmaßliche Mörder Dennis Carradine. Aber am Ende, im dritten Film, wie sich herausgestellt hat, war es am Ende nicht. Das war nämlich jemand anders. Ja. Und solche Bosse sind leider hier RNG-abhängig. Da habe ich jetzt ein bisschen Pech gehabt. Aber das kann man vorher leider nicht wissen. Ja, klar. RNG halt. Genau. Damit muss man dann leider immer so ein bisschen leben. Sind viele RNG-Momente in dem Spiel jetzt außerhalb der Bosskämpfe? Bei den meisten Fällen eher bei den Bossen. Also so wie es jetzt zum Beispiel bei Dennis Carradine kommen noch Shocker, dann noch weitere. Das erzähle ich aber dann gleich, wenn wir dann da sind. Ja, klar. Ja, jetzt... Das ist halt nur erstmal so eine allgemeine Frage gewesen. Ja, jetzt hat er ab dem Moment sein Original-Outfit. Vorher hatte er ja nur sein Wrestling-Outfit gehabt, wo er beim Wrestling normalerweise 3.000 US-Dollar gewonnen hätte. Aber der Veranstalter hat ihm einfach kaum was gegeben. Er hat sich sozusagen einfach verarscht gefühlt. Im Film war da doch Macho Man Randy Savage noch mit dabei, ne? Diese Dinge gehen nicht auf. Ich weiß selber nicht 100%, aber ich glaube ja, das ist halt schon lange her. Ja, und danach kam ja Dennis Carradine, wo er eigentlich nur das Geld ausroben wollte. Aber hinterher hat es dann nicht geklappt. Ach, der ist gerade ausgewichen. Ja. Okay, also Oscorp wollte unbedingt die DNA von Spider-Man, weil,
weil Spider-Man durch eine genetisch manipulierte Spinne gebissen wurde. Mhm. Und da hatte er, da wollte Oscorp unbedingt herausfinden, ob diese Tests jetzt wirklich funktioniert haben. Deswegen haben die dann hinterher diese Prototypen hingeschickt. Mhm. Ja, aber die waren gerade sehr, sehr leicht zu besiegen, auf jeden Fall. Ja, jetzt befinden wir uns in einer Bank, wo wir gerade die Bosse Schocker und der Geier die nächsten Bosse sein werden. Aber die kommen erst später. Eine Sache, die wir im Vorfeld gar nicht abgeklärt hatten, wenn Spenden reinkommen, darf ich die vorlesen? Oder natürlich. Okay. Natürlich, jederzeit. Wenn jetzt gerade Zeit ist, kann ich mal ganz kurz eine erwähnen. Ja, kannst du gerne machen. Du bist nicht so toll. Und zwar 7,77 € von Kurzlayer. Leider ohne Kommentar, aber trotzdem natürlich vielen Dank dafür. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gerade zuschaut, weil ich hatte ihn mit ihm auf Twitter in Kontakt aufgenommen. Und ja. Ja. Ich lese auch gerade, dass er die nur vergessen hat. Kurzlayer, dann schick mir die notfalls einfach per PN. Am besten über Discord, da sehe ich das dann sofort. Was ist denn hier los? Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Kann ich das nicht auch noch vorlesen, als Donation-Text reinschreiben wolltest. Vorsicht! Achtung, hinter dir! Ja, also Kurzlayer ist auf jeden Fall ein ganz netter Kollege auf jeden Fall. Ich bin mit dem auch schon ins Gespräch gekommen und ist aber auf jeden Fall ein netter Kerl auch als Speedrunner. Schreib auch gerade mal sie, mein Lieber. Du bist fällig. Der Netzschwinger. Ja. Netzfäuste. Du bist nicht so toll. Spider-Man hat nur Netzfäuste. Wenn er die Netzfäuste eintritt, brauchen die Gegner nur 2 Hits und wenn man die jetzt ohne die macht, dann sind maximal nur 3. Das ist bei leicht. Okay. Das ist auf leicht so. Nee, weil Spider-Man gerade die Fäuste hatte, aber hießen sie Netzfäuste? Du hattest den Namen vorhin mal erwähnt. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob sie Netzfäuste hießen oder ob du die irgendwie anders genannt hattest vorhin. Gut. Im Englischen heißen die Advantage oder Impact Web. Wir haben den roten Teppich ausgerollt. Der gehört mir! Na gut, sagen wir einfach Netzfäuste, weil sie was gemeint haben. Ja, Netzfäuste ist auch die deutsche Übersetzung dafür. Tür, wie ich annehme. Okay, war doch richtig. Vorsicht! Genau. Ja, jetzt befinden wir uns in einer Kanalisation. Da ist Schocker geflüchtet mit seiner Truppe. Und da muss ich weiter ihm hinterher. Öffne dich. Los jetzt! Bevor mir Schocker durchs Netz geht. Immer fest! Die Strömung ist zu stark. Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, die Gerüche in der Kanalisation, die finde ich schon ganz schön ekelhaft. Komm. Ja. Die haben so unangenehme Gerüche, das ist manchmal echt nicht zu aushalten. Das habe ich gesucht. Jetzt kann ich Wasser abdrehen. Ja. Das ist halt eine Kanalisation. Ja. Jetzt gerade hat einer von denen, durch ein Zahnrad das Wasser hier ausgelöst, durch das Rohr. Und jetzt habe ich das Rad wieder rangemacht, um das Wasser zu stoppen. Und damit ich weiter nach hier durch kann. So, als nächstes gehe ich dann hierhin, weil ich noch eine weitere Kombo sammeln will. Und zwar sind das die verbesserten Netzfäuste. Die machen nochmal, bei den Bossen, die später noch kommen werden, noch mehr Schaden. Mhm. Wenn ich jetzt hier bei diesen kleinen Burschen hier verwenden will, da macht das keinen Unterschied, dass sie dann trotzdem nur nach zwei Hits schon erledigt sind. Okay. Aber gerade für die Bosskämpfe ist es trotzdem eine gute Sache, das mit einzusammeln. Genau. Auch verschlossen. So, jetzt will ich hier wieder den Glitch wieder verwenden, indem ich den einfach reinschiebe und dann hinterher den Schalter betätige, um dieses Tor jetzt zu öffnen, wo jetzt der grüne Pegel anschlägt. Mhm. Du bist fällig. Haben wir mal wieder heimlich geübt? Ja, du bist fällig, mein Freund. Achtung, hinter dir! Ja, und durch den Glitch hat es jetzt geklappt. Das heißt, da musste ich nicht extra so lange warten, bis ich mir den Schlüssel holen musste. Mhm.
Ja, jetzt begeben wir uns auf den Weg zum nächsten Boss, dem Schocker. Der ist jetzt weiter in die U-Bahn geflüchtet und wir müssen ihm jetzt da hinterher. Die erste Stelle ist aber, dass er jetzt gleich durch die U-Bahn jetzt Schockwellen auslöst und wir müssen die jetzt gleich ausweichen. Da hatten die meisten, die Casual gespielt haben, deutlich Probleme. Und ich zeige hier jetzt, der beste Trick ist, der ihr seht. Einmal gehe ich nach rechts und dann einmal ein Stückchen nach vorne und dann wieder nach links. Das ist, das hat man inzwischen herausgefunden, dass das am schnellsten vorangeht. Weil bei manchen Levels ist es so, bei 100%, dass man bei manchen Levels keinen Schaden haben darf, weil dann auch nur dadurch kriegt man 1000 Punkte dadurch. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ich hoffe, dass ich den noch einholen kann. Ja, dieser Boss ist leider auch RNG-abhängig. Na komm schon. Ist das schon Schocker? Das ist der Schocker, ja. Okay. Ja, jetzt ist er erledigt. Ich hab jetzt gerade noch mal einen Hit von unten nach oben gemacht. Der macht noch mal tatsächlich noch ein bisschen mehr Schaden. Aber natürlich nur, wenn man auf leicht spielt. Auf schwer, bei schwer ist es der Unterschied, dass die Gegner natürlich ein bisschen mehr Hit brauchen und dadurch aber auch weniger Schaden kriegen. Das heißt, man muss sich schon mehr Schaden hinzufügen. Ja, Schocker ist jetzt besiegt. Er ist jetzt verhaftet. Und der nächste Boss ist nämlich der Geier. Wollte mit dem das Geld mit dem teilen. Der hat sich aber hinterher in diesem Glockenturm versteckt. Jetzt. Ein herzlicher Empfang ist was wert. Stimmt's? Jetzt hört mal euch die. Vielleicht kriegen wir ein paar Sätze hier zu hören. Du hast. Das schwingende Pendel des Todes. Ein echter Klassiker. Hört erstmal weiter zu. Du Missgeburt entweist mein Heiligtum. Der Geier hat hier eine Wirklichkeit. Dieses Satz, was er gerade gesagt hat, habe ich nicht eingefügt. Das hat das Spiel so gemacht. Okay, ich selber habe den Satz jetzt nicht gehört, weil ich hier über VLC-Player gucke und da einen Ton ausmache. Sonst würde ich uns ja auch doppelt hören. Okay. Hey, ja, schade. Aber dann werden das die Zuschauer wahrscheinlich gehört haben. Dass man nicht stiehlt, ich kann es mir am VLC-Player noch mal angucken. Alles klar. Die Klunker sind ja. Er hat gerade eine Beleidigung ausgesprochen und da hat er gesagt, dass er denkt, dass er sein Heiligtum abnehmen will. die Beleidigung, die werden wahrscheinlich gehört haben, welche Beleidigung das war, dann musst du dir später nochmal anhören. Okay, ja. Was wird das Ungeziefer? Ja, jetzt ist er aus dem Glockenturm geflüchtet und wir müssen ihn jetzt in der Luft hinterher. Aber leider ist es RNG, wohin er hinfliegt. So wie es das jetzt leider ist, macht er einen riesen Umweg. Das ist theoretisch ein bisschen an Zeitverlust. Aber das kann man vorher nicht wissen, wo er jetzt hinfliegen wird. Gibt es denn zumindest irgendwelche festen Spots oder was ich jetzt gibt? Zum Beispiel soll ich fünf verschiedene Leute. Man kann halt genug. Quasi überall hinfliegen. Der wird leider überall hinfliegen können. Also, okay. Aber es gibt gewisse vorgeschriebene Wege, die er führt. Aber wie gesagt, ich kann mir das leider nicht aussuchen oder quasi manipulieren, wohin er hinfliegen soll. Okay. Ich hätte meinen Anzug imprägnieren sollen. Also generell die Grafik sieht selbst für heutige Verhältnisse echt noch gut aus. Ja. Ich meine gut, bei ganz naher Betrachtung so sehen Gebäude natürlich alle nicht davon. Ein bisschen billiger aus, aber ja, man schwingt da ja eh durch und dafür reicht es auf jeden Fall. Genau, man muss ihn einfach nur einen gewissen Abstand hinterher sein und dann reicht das auch schon. Genau. Ja, jetzt ist der nächste Bossfight, der gegen den Geier in der Luft. Also zuerst wird er in der Luft angreifen,
Aber ich verhindere das, indem ich ihn permanent mit Netzschüssen abfeuere. Und das ist der blaue Balken ist jetzt dadurch weg. Das heißt, er ist jetzt gezwungen, auf dem Boden zu landen. Der Geier ist am Boden. Jetzt ist die Gelegenheit, ihn zu stoppen. Ah, schade. Ich wollte einen Trick versuchen. Es gibt einen Skip, getroffen wird, kann man sozusagen hier diese Phase überspringen. Aber das ist mir jetzt gar nicht gut gelungen, weil ich nicht den passenden Frame erwischt habe. Ja, okay. Wie viel Zeit hat das ungefähr gespart? Maximal 10 Sekunden. Oh, okay. No, immerhin. Aber das ist mal als Speedrunner natürlich mitzunehmen. Das ist mir aber auch dadurch gelungen. Also daher ist das ist schon sinnvoll auf jeden Fall. Mhm. Ja, der Geier ist jetzt auch besiegt. Ja, Oscorp ist nach wie vor hinter Spider-Man her. Jetzt sind die aber auch noch hinter Skorpion her. Das ist der da vorne. Und jetzt sind auch wieder diese und dadurch sind mechanische Spinnen im Weg sind. Da wir aber auf leicht spielen, muss ich am Ende nur 10 von denen erledigen. Und wir befinden uns jetzt in einer Garage. Aber die Spinnen sind auch leider. Aber dieses Level ist auch sehr, sehr RNG-lastig, weil die Spinnen verteilen sich überall in dem Level. Und da kann man natürlich auch noch jede Menge Zeit dadurch verlieren. Man hat aber die Möglichkeit, die in der Luft mit den Netzschüssen zu treffen. Ich werde auf keinen Fall in irgendeiner Insektensammlung enden. Und dieser Skorpion-Typ auch nicht, wenn es nach mir geht. Ah, Achso, da oben rechts. Da oben rechts. Jetzt fehlt nur noch eine. Ja, das. Diese Stelle ist wirklich mies, weil manchmal versteckt er sich hier in einer der nächsten Etagen, wahrscheinlich. Ja, aber für einen Marathon ist das völlig irrelevant. Also daher ist das für mich völlig in Ordnung. Das wäre nur dann der Fall, wenn ich auf PB-Pace wäre. So. Ah, okay. Ja, jetzt ist auch schon der nächste Fight, das ist Skorpion. Gegen den muss ich jetzt antreten. Hey, Skorpion! Ich verwende die erweiterten Netzschüsse. Aber dieser Boss ist auch leider auch RNG-abhängig. Ist Rost ein Hygieneproblem für dich? Schnauze. Eigentlich alle Bosse, ne? Also bisher Schnauze. Zumindest. Bei den meisten, ja. Ja, jetzt. Sehr, sehr fies ist er nämlich, wenn er an den Wänden geht. Da kann ich ihn dann nicht mehr erwischen. Okay. Ach, komm schon. Du musst ihn dann immer runterziehen, einmal erst wieder, oder was? Ja, genau. Ach, Mann. Komm jetzt. Der treut mich jetzt gerade ein bisschen. So, jetzt aber. Komm. Geht doch. Jetzt ist er erledigt. Ich weiß nicht, wer dir das. Ja. Hat er doch noch ganz gut geklappt, der Kampf. Ja, der hat mich jetzt gerade ein bisschen. Er hat mit mir jetzt gerade hier ein bisschen Katz und Maus gespielt, also von daher. Ja. Bevor ich es vergesse, im Vergleich zu GameCube und PlayStation 2 sind die Ladezeiten zu den beiden Konsolen 20 Sekunden Unterschied. Das heißt also, die GameCube startet schon nach 14 oder 15 Sekunden, die PlayStation 2 wiederum bei 35. Mhm. Okay. Ja, jetzt befinden wir uns hier zum letzten Boss, bis zum Ende des ganzen Spiels, der Green Goblin. Hallo, mein Engel. Brauchst du Hilfe? Jetzt habe ich hier gerade einen Trick verwendet, indem ich die Netzfäuste eingesetzt habe und einfach auf den Green Goblin geschickt habe. Da hat er jetzt gerade einen riesen Schaden bekommen, wie man das gerade gesehen hat. Und nach gewisser Schaden bewegt er sich in verschiedenen Abschnitten. Und als nächstes kommt er hierhin, dieses Dach eines Gebäudes. Er wird jetzt hier diese vier Beine hier zerstören. Und die muss ich einspinnen, um diese Dachspitze zu retten. Also beschützen, reparieren sozusagen. Da ich ihn aber schon genug Schaden angerichtet habe, konnte ich ihn ganz schnell ihn direkt zum nächsten Abschnitt zwingen lassen. Und jetzt bewegt er sich als nächstes in dem Gebäude auf dieser Brücke hier. Der wird gleich zwei von diesen Beinen
beiden Spinnen, also jeweils eine auf einer Seite, und die müssen wir dann auch gleich einspinnen. Da bin ich aber strikt dagegen. Im Grunde führen wir jetzt hier in der Heimstadt Reparaturarbeiten durch. Genau. Den ganzen Tag. Ja, gibt's jetzt gerade irgendwas Interessantes im Chat zu lesen? Ich würde ansonsten den Donation-Text und eine neue Donation noch vorlesen. Mach das jederzeit. Das ist, ist gar kein Problem. Ja, ich wollte dich nur ausreden lassen. Dazwischenreden. Nee, kein Problem. Einmal von Codesmere noch der Donation-Text. Du bist auch ein super sympathischer Runner. Mach weiter so und toi toi toi. Ja, danke dir, Codesmere. Und dann, jetzt muss ich das nochmal rausholen. Ach, von Soulchange, genau. Soulchange hat auch 25 Euro nochmal gegeben. Vielen Dank dafür, Soulchange. Leider auch ohne Kommentar. Also falls du den auch nur vergessen hast, dann schreib mich einfach an über Discord. Mhm. Dann kann ich das auch nochmal vorlesen. Ja, Dankeschön hierfür auf jeden Fall, für die Spenden, die ihr geschickt habt. Ja, jetzt kommen wir zum ersten richtigen Fight. Aber da er sich auch in der Luft befindet, ist er leider auch RNG-abhängig. Man kann ihn erst dann wirklich Schaden anrichten, wenn er mit seinem Gleiter stehen bleibt. Aber wenn er sich mit dem Gleiter bewegt, kann er leider nicht dadurch getroffen werden. Ja, und da wir jetzt den blauen Balken von ihm erstmal zerstört haben, ist er jetzt auch gezwungen zu landen. Und jetzt kann er, wenn wir ihn physisch attackieren, reicht es nur, wenn wir die Netzschüsse auf ihn feuern. Aber nur wenn wir das auf leicht machen. Auf schwer muss man ihn leider etwas mehr physisch treffen. Mag jemand von euch im Chat solche Bossfights, die in der Luft kämpfen muss? Persönlich nicht unbedingt. Ich auch nicht wegen. Das ist mir immer ein bisschen zu hektisch. Also, es kommt halt immer darauf an, wie das entsprechende Spiel die Kamera handhabt. Wenn die Kamera gut funktioniert, dann geht's eigentlich. Brüder, dann hör auf oder ich sag's Mama. Aber, also der Chat kann diese Frage gerne auch noch beantworten. Ja, kein Problem. Es ist im Chat ein bisschen wenig los und die Leute schauen scheinbar einfach nur gespannt zu. Ja, das sind Lurker. Genau. Ja, die finden es einfach gerade interessant, wahrscheinlich. Nee, ist ja auch nicht so wichtig gerade. Ich bin nur gerade interessiert, weil ich selber ja nicht den Chat schauen kann, weil ich mich ja konzentriere. Ja, klar. Nee, aber ich habe schon auch drauf, also keine Sorge. Aber kurz, der hat mir gerade geschrieben, ist doof, Nori unter Wasser. Da verliert man voll die Orientierung. Oh ja. Ja, mich erinnert das, als er gegen einen Helikopter antreten musste, da solche Bosse findet er auch ziemlich nervig. In welchem Spiel war das? Metal Gear Solid, der erste. Ach so, ja. Stimmt. Ja, jetzt im nächsten Level hat Green Goblin in ganz New York Bomben verteilt, also gasgefüllten Bomben, und wir müssen die innerhalb eines Zeitlimits entschärfen. Da ich aber auf Light spiele, habe ich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung. Ich muss die Zeit denn auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad so für einen Casual-Spieler wirklich sehr knapp bemessen, oder geht das trotzdem noch? Das geht schon noch. Ich habe mal viele Menschen, die das als Let's Play machen, die haben das sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Also ich bin sozusagen bis jetzt der Einzige, der wirklich jetzt hier für einen Speedrun wirklich aktiv ist. Das kann man auch, das kann man in meinem Leaderboard auch ganz gut erkennen. Nur noch eine? Das wollte ich mich vorhin auch schon fragen, wie viele andere waren das überhaupt im Spiel gibt. Weil das Spiel an sich ist ja eigentlich relativ populär gewesen. In der Zeit. Ich kannte das Spiel früher gar nicht. Mhm. Ich habe das erst so mit 12 oder 13 erst kennengelernt. Und ich habe dann als erstes das für die PlayStation 2 gespielt. Wusste aber, aber über das Thema Speedrunning wusste ich früher gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe das erst seit 2015 für mich entdeckt. Oh. Aber richtig angefangen habe ich erst letztes Jahr. Okay. Ja, der Quick-Kill gegen den. Ich weiß mal nicht, Hint oder Hind, also bei Metal Gear Solid. Das ist manchmal echt anstrengend. Stimmt. Also von kurz leer jetzt. Super, großartig! GM Live, ich denke mal, WLAN-Stecker-Karten, hat auch geschrieben, ich bin aber kein Lurker. Ja, dann bist du halt kein Lurker. Ja, jetzt sprüht Goblin in diesem Level 50 Razorbats aus. Mhm.
Und wir müssen die in diesem Level zerstören. Ich habe das jetzt gerade hier ein bisschen vermasselt, weil es gibt einen gewissen Cycle, in dem man direkt er sprüht meistens 16 davon aus und die kann man auf einem Schlag direkt vernichten, aber da man sich ja in der Luft befindet, ist das ganz schön tricky. Ja, jetzt wird gesagt, dass ich zur Baustelle hin muss und das heißt anders gesagt, ich muss mich jetzt hier in dem Bereich verstecken und das ist mir jetzt auch gut gelungen. Ja, jetzt kommt der Moment, Peter hatte einen spitzen Gegenstand herausgefunden und hat dann gelesen, dass es zu Oscorp gehört und fliegt jetzt tatsächlich zu Oscorp, weil er da recherchieren will. Problem ist aber, der Bereich wird überwacht. Und wir müssen an gewisse Wachen vorbei. Ah, bisschen Stealth Action quasi. Ja, ein bisschen Mission Impossible, weil er geht durch diesen Schacht, ist er jetzt reingegangen. Das wäre was für mich hier. So Schleichspiele mag ich ja. Ach ja, das spiele ich ja sehr, sehr gerne. Ja. Mal sehen. Achso, ein Malka steckt hinter dem Account diesmal. Okay. Ich bin halt gewohnt, dass Velare normalerweise dahinter steckt. Ja, OGM Live sind Velare und Malkav. Ja, ist immer eins von beiden immer. Da fehlen noch ganze 4 Teile. Ah, jetzt wurde der Alarm ausgelöst. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich von den weißen Robotern nicht erwischt werde. Aber das dürfte... Es müsste eigentlich hinhauen. Der dritte. Schon mehr als die Hälfte. Richtig gut. Ja, bei Metal Gear Solid wird auch geschlichen. Aber ich damals halt... also zu der Zeit gab es ja Metal Gear Solid und Thief. Quasi gleichzeitig raus. Ich war halt immer eher der Thief-Anhänger. Durch dieses 3D fühlte sich das immer noch so ein bisschen. Das sollte mich hinter den Panzer bringen. Man steckt halt mehr drinne. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Hier, persönlich. Endlich. Ja. Was ich jetzt gemacht habe, ich musste bei diesem Level einen gewissen Code durch eine Panzertür finden. Und die konnte man durch die 5 Computer finden. Und ich habe jetzt blitzschnell den Code eingegeben, den man vielleicht nicht so schnell sehen konnte. Aber ja, aber da ich als Runner das ja recht schnell machen will, da habe ich das inzwischen recht schnell gelernt. Ist das denn ein komplett zufallsgenerierter Code oder gibt es da so verschiedene Varianten? Nee, es ist immer derselbe Code, aber nur die Teile sind immer unterschiedlich verteilt. Ich bin so, okay. Aber das macht am Ende nicht den Unterschied. Ja, jetzt müssen wir als nächstes hat er sich mit einem Chemiker oder so? Hat er mit dem genau, der kommuniziert mit dem, dass durch 4 Chemikaliken ausgeschaltet werden sollen. Und zu erkennen sind sie durch diese 4 Buchstaben, A, B, C, D. Na, okay. Und die müssen wir einfach nur einmal kurz mit der Netz, am besten einfach mit der Netzteile kurz antippen, oder antippen, sage ich jetzt mal. Und dann die dann hinterher in dem großen Bereich, wo ich gerade war, einmal dahin, um die hinterher zu deaktivieren, glaube ich, heißt das, ja. Ja, einmal muss ich das jetzt noch tun. Das fehlt jetzt nur noch das T. Ja. Und der eine Raum war jetzt gerade gesperrt. Ach, schade. Ach, komm. Es ist ein etwas schwieriger Trick, einmal mit der Netzleine ihn einfach nur einmal den Schalter zu tippen. Das ist mir jetzt nur gerade ein bisschen schlecht gelungen. Aber es jetzt hat jetzt am Ende dann doch geklappt. Das ist noch völlig in Ordnung. So, in den Raum muss ich einmal und dann durch die 4 Chemikaliken das alles deaktivieren. Und wenn das alles deaktiviert ist, ist das Level geschafft. Oh, okay. Liegst du jetzt aktuell ungefähr in der Zeit? Kannst du das abschätzen? Also deutlich über deiner PB oder? Es könnte jetzt so 2-3 Minuten drüber sein. Mhm. Das heißt, am Ende könnte das vielleicht eine 33, 34 oder knapp 35 werden. Am Ende. Okay. Aber Estimate schaffst du auf alle Fälle, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, als nächstes befinden wir uns in einem großen Raum, wo sich so ein riesiges Roboter und der wird gesteuert durch 10 Generatoren. Und die müssen wir am Ende mit der Netzleine beschädigen.
Ja, und wir haben jetzt, da ich auf Light spiele, brauchen die Generatoren tatsächlich nur einen Hit. Also das heißt nur einmal, einmal diese Netzschüsse. Jetzt müssen wir nur noch hier auf den Kopf drauf und dann ist den Kopf beschädigen und dann ist das Level auch schon geschafft. Mhm, okay. Und da haben wir auch gleich die Parallele zu Metal Gear Solid gehabt, mit Metal Gear Rex quasi. Genau, Metal Gear Rex, ja, so ähnlich. Ja, genau, so ähnlich kommt das auch rüber. Ja, drei Level sind das jetzt noch. Als nächstes muss er wieder aus Oscorp aus dem Schacht rausflüchten, weil jetzt der ganze Bereich alarmiert ist. Mhm. Ja, und jetzt muss er einfach nur noch aus dem Schacht wieder heraus, aus dem er gekommen war. Der Bereich ist aber generell alarmiert hier. Der ganze Bereich ist alarmiert. Vielleicht kann ich da nur daran, dass du vorhin ja schon mal einen Alarm ausgelöst hast. Nee, das Spiel hat jetzt irgendwie so gemacht, dass dann irgendwie, dass der ganze Bereich alarmiert ist. Wie die das gemacht haben, das weiß ich selber nicht. Also ich weiß jetzt nur in- und auswendig, wie das Spiel geht, aber so die ganze Erklärung hier so, das ist, Kernmechanik. Genau. Ja, aber das muss man ja nicht unbedingt wissen. Genau. Wir sind ja nicht alle Programmierer oder dergleichen. Ja, genau. Ja, jetzt vorletztes Level. Mary Jane wurde jetzt entführt, der Goblin hat sie jetzt entführt und wir müssen ihr hinterher. Ich sehe nach den Levels mal ganz kurz diese Einblendung, ja, nein. Ist das irgendwie speichern oder was ist das? Ja, man kann nach dem Level eines Levels speichern, aber das mache ich ja nicht als Runner, deswegen... Ja. Das kostet halt alles Zeit, ne? Genau, das ist jetzt wieder, das vorletzte Level ist jetzt nochmal ein Autoscroll-Level, weil wir müssen den Goblin hinterher, also den Mary Jane entführt hat. Ja, ich kann dann jetzt schon mal sagen, das letzte Level, die Zeit wird gleich gestoppt, wenn beim letzten Goblin-Fight der ganze Energiebalken leer ist. Aber wenn es gleich gut klappen wird, dauert das Level nicht länger als 40 Sekunden. Also das heißt, ich kann, wenn es soweit gleich gut klappt, kann ich gleich schon die Zeit stoppen. Cool. Wenn der letzte Kampf schlecht läuft, wie lange braucht man dann ungefähr? Das kommt gleich darauf an, wie die RNG ein bisschen mitspielt. Mhm, okay. Oh, da kommt einer nicht mit. Ich muss einen Zahn zulegen. Wenn man auch schwer spielt, dann ist Goblin in diesem Level deutlich schneller. Mhm. Ich schätze mal maximal so 30 Sekunden. Heißt das auch, dass man das Level auf einem höheren Schwierigkeitsgrad prinzipiell auch schneller abschließen kann? Ja, man muss dann halt nur schneller werden. Mhm, okay. Aber man kann nicht mittendrin Schwierigkeitsgrad wechseln. Nein, das kann man nicht. Das muss man ganz am Anfang bestimmen. Jetzt würde es sich ja vielleicht anbieten, für das Level zum Beispiel einen Schwierigkeitsgrad zu stellen. Das könntest du dann, wenn du jetzt normal durchspielst und mittendrin aufhören willst. Das geht dann auf jeden Fall. Achso, ja gut, aber das dauert dann, glaube ich, zu lange. Ja, das dauert dann für einen Run dauert das zu lange. Hilf mir, Spider-Man! Ja, das könnte jetzt knapp unter 35 werden. Sind gleich da, du! Lass sie runter, dann werden wir sehen, wie tough du wirklich bist. Ja, jetzt letztes Level. Das kann jetzt relativ schnell gehen, wenn ich Glück habe. Ansonsten dann kann es sein, dass ich das nochmal wiederholen muss, wenn das jetzt irgendwie nicht hinhaut. Oh, das wäre schön. Lassen wir uns einfach überraschen. Es wäre schön, wenn es unter 35 wird. Hoffe ich mal. Solange es unter der Estimate bleibt, ist es ja für Mario immer noch unter. Mein gut, selbst schnell! Das Feuer kommt näher! Sehen. Ja, es haut hin. Es wird langsam heiß hier. Das ist Kuckuck. Hallihallo. Und stopp! Oh, cool. Der Split stoppt nicht. Ah. Aber es war am Ende eine 34-36 am Ende. Mhm. Ja, wir können uns nochmal ganz kurz die Sequenz am Ende sehen. Ja, klar. Mr. Osborn. Warum? Überrascht? Das war ja, der hatte ich Sohn, erwartet. Na, also der aber die größte Goblin Überraschung war ja, kommt noch. Der Sohn hat das wieder übernommen. Genau, ab dem dritten Teil hat er ihn dann übernommen. Jetzt hat er dann sein Erbe angetreten.
Aber da sieht er nochmal ganz anders aus als im ersten Film. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Ich muss mir die Filme mal wieder angucken. Hm. Kann der Timer eben gestoppt werden? Es tut mir habe ich die ganze Zeit probiert, aber der will irgendwie nicht. Wir wissen ja, was das für eine Zeit gewesen ist. 34, 36 habe ich noch gesehen. Genau. Ich weiß, Tiger. Sag jetzt nicht. Ist komplett weg. Da ist jetzt auch egal. Ja, und am Ende kann man sich das jetzt anschauen. Das kam im ersten Film auch vor, aber jetzt nicht so, wie das jetzt gerade so zu sehen ist. Mein Leben. Kompliziert. Und du hast es geschafft, hm? Na komm, mach die Kiste aus. Ich habe den dritten Teil ein paar Mal häufiger gesehen, weil ich den irgendwo mal auf DVD billig bekommen hatte. Aber an die ersten beiden kann ich mich nur noch sehr wenig erinnern. Selbst am dritten kann ich mich kaum noch erinnern, davon abgesehen. Mhm. Nee, aber war unterm Strich ein Run, mit dem du sicherlich auch zufrieden sein kannst. Ja, also das war jetzt knapp 3 Minuten über meine PB, aber wie gesagt, da war ziemlich viel. Da die RNG hat leider etwas längere Umwege gemacht. Also wie gesagt, das kann man vorher nicht wissen, dass man dadurch Zeit sparen kann, leider. Leider ist es nicht so wie bei Pokémon, dass man RNG manipulieren kann, leider. Also da kann ich habe ich bis jetzt noch nichts herausfinden können oder von der Community noch nichts Neues. Und ich meine, theoretisch kann man RNG ja immer manipulieren, aber in vielen Fällen ist es halt so, dass du dann wirklich von Anfang an zum Beispiel im Hundertstelsekundentakt mitzählen müsstest und das ist natürlich Menschen unmöglich. Bei diesem Spiel hab sowohl ich als auch jemand anderes von der Community da noch nichts herausfinden können. Okay. Ja, wie gesagt, an die Zuschauer zu Hause, das war Spider-Man The Movie 2002, Any%. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, das hat den Zuschauern euch auch gefallen. Ja, wir können noch kurz die Credits kurz noch kurz laufen lassen. Ja, ein bisschen ausklingen lassen quasi. Ja. Ich habe auch was Schönes für dich, Diego. Ja. Ein Shoutout. Ein Shoutout. Ja, Shoutout hört sich gut an. Das ist richtig geschrieben, oder? Ja. Achso, du siehst den Chat ja nicht. Nee, ich sehe nicht. Nee, aber ganz kurz über mich. Ich streame als Speedrunner, aber ich streame letztendlich vielseitig. Also das heißt, ich spiele unterschiedliche Spiele, aber letztendlich erstmal die Spiele, mit denen ich als Kind angefangen habe und dann groß geworden bin und setze die dann erstmal in Speedruns um. So wie dieses Spider-Man-Spiel. Demnächst will ich dann auch Spider-Man 2 in Planung haben wollen. Ich muss erstmal noch für mich die richtige Motivation finden, aber erstmal den Zeitpunkt finden. Und weil es gibt jetzt im Moment noch ein paar andere Spiele, mit denen ich gerade aktuell bin. Die könnt ihr auch bei mir im Leaderboard finden, bei speedrun.com oder auch bei meinem Kanal habe ich da auch so ein Panel, wo man welche Spiele ich da spiele. Und so, genau. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. Erstmal Triberion, danke für deine 100 Bits. Mal wieder. Wie oft jetzt schon? Also ich meine nicht, dass ich mich beschweren würde oder so. Also oben steht er mit 600 jetzt. Also Spiele stehen hier drin. Hercules. Ja. Ja, Spider-Man, das haben wir ja gerade gesehen. Dann Tekken 4, 5 und 7. Genau. Mario Kart 64. Pinocchio. Mario Kart 64 war das erste Spiel, wo ich mit Speedrunning angefangen habe. Ah, okay. Da ich aber damals erstmal auf YouTube hochgeladen hatte, war diese ganze Urhebergeschichte noch so ein bisschen in Frage. Deswegen habe ich dann hinterher das selber freiwillig dann wieder löschen müssen. Ach so, okay. Ja. Und Polar Express fehlt auch noch. Ja. Dieses Spiel, Spider-Man und Polar Express habe ich beides bei Rocket Beans einmal gezeigt. Die könnt ihr auch auf YouTube dort finden, bei Rocket Beans Format Speedrandale. Da war ich ziemlich nervös gewesen beim allerersten Mal. Also, wenn ihr euch das anschaut, verzeiht meine Nervosität. Und aber mir hat es da definitiv viel Spaß gemacht. Irgendwann will ich da auch nochmal wieder hin. Aber ich muss erstmal abwarten, wann die Zeit finden können und so. Deswegen
ist es erstmal zurückgestellt und ja, spreche ich da noch ganz kurz. Ja, als kurze Info noch, bei diesem Spiel ist noch die 100%-Kategorie als Backup für das ZFM-Schedule noch in Planung. Die Frage bleibt offen, ob das vielleicht noch da reinkommen wird. Ich hatte eine Weile die Anweisung, dass ich erstmal, falls irgendein Spiel ausfällt, das erstmal noch gar nicht füllen soll. Und wir mal gucken können, wie wir das so mit Setup-Blöcken zu machen. Ich muss jetzt sowieso nochmal nachfragen da. Ein paar kleine Änderungen muss ich ja sowieso nochmal machen eventuell. Ne, und da könnte es dann vielleicht mit reinpassen. Ich will jetzt keine Versprechung machen, deswegen das vielleicht. Ne, aber die Chancen sind auf alle Fälle immer noch da. Okay, nee, weil es ist nur so, weil ich will nur so langsam hier schon Bahnticket und Hotel buchen, so langsam schon vorplanen wollen. Also da wäre es schon gut, wenn man mich noch rechtzeitig informieren könnte. Gar kein Zeitdruck, also völlig entspannt bleiben. Aber nur wie gesagt, nur so langsam, irgendwann muss ich dann schon noch eine Antwort kriegen, weil sonst kann ich das nicht direkt planen dann. Nee, da habe ich ja auch absolutes Verständnis für. Wie gesagt, also ich halte dich dann auf alle Fälle auf dem Laufenden, was das angeht. Und ja. Ja, also wie gesagt, danke für die Unterstützung, die jetzt in diesem Run jetzt hier gezeigt worden sind. Also auf jeden Fall, also an den Chat auf jeden Fall Dankeschön. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt noch auf die nächsten Runs. Und wir haben zwei Runs nur noch heute. Also einmal Star Wars und danach ein Learning Present Resident Evil 2. Ja, dann würde ich, ja, also wie gesagt, Vinny, du hältst mich auf dem Laufenden und dann gebe ich so langsam ab an den nächsten Runner. Grüezi aus der Schweiz, Andy Panther. Genau, ich schalte dann in die Pause um, stell alles um und dann hören wir uns gleich wieder. Bis